zusammen. Jeden ersten Montag im Monat gibt es jetzt was ganz Besonderes hier im Varieté Wintergarten. Kurz auf der Couch. Andreas Kurz ist der Journalist für die Berliner Zeitung. Man sieht ihn auf der Fashion Week, auf der Berlinale. Jeden Hollywoodstar hat er schon mal interviewt. Ich habe ihn zuletzt auf dem Bundespresseball getroffen. Und wen er jetzt hier auf seiner Couch hat, das sehen Sie jetzt. Jeden ersten Montag im Monat saßen schon dieses Jahr Malte Kelly, Armin Rohde, Wladimir Kamine, Adele Tawil, Jürgen von der Lippe und Roland Kaiser auf dieser Couch. Sein heutiger Gast wird Dieter Kostik sein. Bevor auch ich ein Gespräch mit ihm führe, geht es für mich bei Kurz auf der Couch, um Andreas Kurz zu interviewen. Auch ich sitze jetzt bei ihm auf der Couch, nämlich Kurz Couch. Hallo Andreas Kurz. Hallo. Ich habe gerade in der Anmoderation gesagt, dass Sie schon jeden interviewt haben. Also Hollywood-Stars bei der Berlinale, bei der Fashion Week. Immer sind Sie dabei, aber im Hintergrund. Jetzt gibt es Sie zu sehen hier auf der Couch im Wintergarten. Was hat es damit auf sich? Also trotzdem im Hintergrund. Also ich bemühe mich hier sehr, dass mein Gast im Vordergrund steht, dass ich ihm nicht die Gags wegnehme, dass er glänzen kann. Es ist einfach so, dass ich in den inzwischen 25 Jahren, 8 Monaten und 3 Tagen, die ich den Job mache, so viele interessante Menschen treffe, bei denen ich das Gefühl habe, ey, jetzt diese 10 Minuten Gespräch, das war viel zu wenig. Und dann schreibe ich einen freundlichen Brief und dann lasse ich mich vom Management nicht abwimmeln, dann schreibe ich noch einen freundlichen Brief und dann irgendwann habe ich sie stromreif geschossen und dann sitzen sie hier wie neulich Roland Kaiser und Jürgen von der Lippe und Maite Kelly und Adel Tawil. Das ist immer sehr beglückend für alle Beteiligten. Herzlich willkommen. Um das mal gleich klar zu machen, ich bin Kurz und das ist die Couch. Und ich finde das einmal im Monat statt. Am Montag ist die Couch hier. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast auch hier. Heute haben wir Dieter Kostik, Mr. Berlinale, 18 Jahre lang gewesen. Toller Typ. Ich sage immer scherzhaft, er hat George Clooney auf seinem Handy auf Kurzwahl. Gucken wir mal, vielleicht testen wir das nachher mal. Und er hat einfach einen wahnsinnigen Humor. Der Mann ist so aus sich raus schon so unterhaltsam. Deswegen habe ich auch, eigentlich heißt es ja Kurz auf der Couch Dieter Kostik, aber ich habe für den Fall, dass er hier das Heft an sich reißt und ich nicht mehr zu Wort komme, habe ich auch noch eine andere Einblendung vorbereitet. Dann benenne ich die Show kurzerhand um in die Dieter-Show. Aber bevor wir dann nochmal zurückkommen auf Dieter Schoß oder Kurz auf der Couch, möchte ich nochmal fragen, für die Berliner Zeitung machen Sie ja die Interviews. Wen haben Sie denn schon alles interviewt oder wen möchten Sie noch und wen haben Sie noch nicht? Oh, also ehrlich gesagt, Sie werden ja immer vorbei, so vom Leben, vom großen Strom des Lebens an mir vorbeigeschwemmt. Und also ich habe mir abgewöhnt, mir irgendwelche Leute zu wünschen. Die kommen eh. Ist mir später dann gesagt worden, wenn ich es vorher gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich zu nervös gewesen. Ich war der erste Journalist aus Ostdeutschland, mit dem sich Karl Lagerfeld unterhalten hat zum Beispiel. Haben wir ganz lange geredet. Während des Gesprächs wurden 16 Kartons mit Büchern angeliefert, die er an dem Vormittag am Savini-Platz im Bücherbogen gekauft hat. War ein bisschen in Kaufrausch geraten. Bei ihm sah Kaufrausch so aus. Und dann hat er mir noch erzählt, dass er die Cola Light, die er trinkt, sich aus Paris mitgebracht hat mit der Begründung, vom deutschen Gelsstoff wird mir öbel. Herrlich, das ist unser guter Karl, wir vermissen ihn. Aber Sie stehen auch immer an den roten Teppichen mit Ihrem Notizblock. Also nicht mit Social Media, mit Ihrem iPhone oder nicht. Ganz klassisch. Bin ich ganz altmodisch, das stimmt. Ich hatte vor 20 Jahren so einen Communicator von Apple, nee, Apple Newton hieß das Teil. Das war sehr klobig, da konnte man mit Stift draufschreiben und die Texterkennung hat nie funktioniert, aber es war wahnsinnig modern. Und ich habe mich da lange mit rumgeärgert, bis ich es dann ganz dezent verschwinden ließ. Und das hat mich dann zurückgebracht zum normalen Papier und zum auch Bleistift. Ich schreibe fast immer mit Bleistift. Manchmal nehme ich was auf und Tipps ab, aber eigentlich ist es immer die Handschrift. Und die Leute halten es für Steno, was ich wirklich mal... Ja, ich gerade fragen, ob es auch noch Stenografie ist. Was ich mal gelernt habe, ja. Aber ich habe am Tag meiner Steno-Prüfung das heilige Gelübde abgelegt, dass ich davon keinen Gebrauch mehr mache, weil wir hatten so einen doofen Steno-Lehrer, der hat uns so genervt und getriezt und das war so stressig immer und ich war so froh, dass ich es hinter mir hatte. Und jetzt schreibe ich einfach nur
schmierig und es ist eine Kombination aus Niederschrift und Gedächtnisleistung. Was soll das noch gleich heißen? Ah ja. Und dann gehen Sie zurück ins Büro und tippen es ab. Ich gehe nie ins Büro, nein. Ich arbeite von zu Hause aus, genau. Also ich habe mein eigenes kleines Büro und genieße das auch sehr. Und meine drei Katzen genießen das auch sehr, weil ich bin ihr Torwärter. Sie stehen vor der Terrassentür, gucken mich an, nun mach auf. Und dann mache ich auf. Oder eben in die andere Richtung. Es ist herrlich. Ich liebe es sehr. Ah, Dankeschön für diesen Einblick. Jetzt noch mal kurz auf der Couch. Nach dem zweiten Teil, es gibt eine kurze Pause und dann können auch die Zuschauer sich mit einbinden. Genau, auf den Tischen liegen Karten, das sage ich dann vor der Pause, sage ich, jeder kann in der Pause eine Frage an den Gast aufschreiben und in meinen schönen Briefkasten einwerfen und die werden nach der Pause abgearbeitet. Und das ist, der erste Teil ist schon immer wunderschön und spannend und lustig und rührend, aber im zweiten Teil passieren jedes Mal Dinge, dass ich mich immer freue, auf die Idee gekommen zu sein mit den Karten. Und darauf vertraut zu haben, dass der Zuschauer da wirklich was einbringt, weil es passiert jedes Mal das Überraschende, das auf diesen Karten kommt. Ich bin sehr, sehr gespannt und jetzt heute ist ja Montag und die Sendung wird erst morgen laufen, aber wir haben im Januar schon wieder was Spezielles. Oh ja, ich freue mich im Januar, am 6. Januar, auf eine Legende. Karl Dall kommt, der großartige Karl Dall. Alle erinnern sich, Insterburg und Co. und was er alles gemacht hat. Und es wird eine sensationelle Geschichte geben. Ich habe ja immer hier Einspielfilme von prominenten Freunden meines Gastes. Und wir werden am 6. Januar eine Live-Schalte nach Ostfriesland zu Otto Waalkes haben. Und dann wird er sich mit Otto Waalkes unterhalten. Also wer das verpasst, ist selbst schuld. Ich sag mal so, wir haben bald Nikolaus. Die Geschenke sollen nicht so nikolausig werden wie in den letzten Jahren. Da kann man schon mal eine Karte springen lassen. Und Weihnachten ja sowieso. Also habt's gehört oder einfach auf die Webseite von Varieté. Vom Wintergarten. Wintergarten Berlin, genau. Ja. Und da kann man die Karten direkt kaufen, sich selber zu Hause ausdrucken. Dann muss man nicht mal das Haus verlassen. Und dann kommt man einfach hierher und macht sich einen schönen Abend. Ich war ja vorher in einem anderen Haus mit der Show. Und der Vorteil hier ist einfach, dass man hier so ein rundes Erlebnis hat. Hier gibt es eine tolle Gastronomie mit gutem Essen, guten Wein. Man hat also einen Abend, der nichts vermissen lässt. Man muss sich nicht entscheiden, oh, gehen wir ins Restaurant oder ins Varieté. Wir gehen in beides. Danke, dass auch ich hier mal einen kurzen Platz hier drauf sitzen konnte auf Ihrer Couch. Und wir freuen uns jetzt auf Mr. Berlinale. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und ich hoffe, Sie kommen als Gast zur Berlinale zunächst. Ja, selbstverständlich. Wenn ich eine Akkreditierung bekomme, auf jeden Fall. Das ganze Interview mit Mr. Berlinale gibt es morgen bei TV Berlin aktuell.